Was geht ab, Leute? Willkommen zu Good to Know. Seit einigen Wochen geht es in Kiew ja richtig ab. Und Staatsgewalt geht immer krasser gegen die Demonstranten vor. Und letzte Nacht dann ist die Lage komplett eskaliert. Hunderte schwer gepanzerte Polizisten sind gegen die kaum geschützten Demonstranten so brutal vorgegangen wie noch nie. Nach ersten Schätzungen sollen sogar 25 Personen gestorben sein. Die Polizisten sind sogar mit Panzern angerückt, doch deren Gegner hatten eine passende Antwort parat. Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Die Bevölkerung der Ukraine kämpft für eine Regierung, die sie als Bevölkerung mit gutem Gewissen unterstützen können. Die Staatsmacht der Ukraine möchte sich in Zukunft nämlich mehr in Richtung Russland entwickeln. Die Einwohner des Landes wollen allerdings eher so eine Regierung, wie sie hier bei uns in der EU stattfindet. Die Regierung der Ukraine bleibt allerdings stur, sieht sich im Recht und will daran nichts ändern. Die logische Konsequenz ist, dass die Ukrainer auch weiterhin für ihr Recht eintreten werden, entscheiden zu können, wie ihr Land regiert wird. Denn genau das ist Demokratie. Seit kurzem ist in Russland ja die homosexuelle Propaganda verboten. Das bedeutet, die Homosexuellen dürfen ihre Neigungen nicht mehr öffentlich zeigen. Keine Küsse, kein Verhalten, keine Kleidung, rein gar nichts. Und immer mehr meist jugendliche Russen gehen dort auf die Straße, um den Lesben und Schwulen ihre Krankheit auszutreiben. Und das machen sie, indem sie die Betroffenen brutal zusammenschlagen. Und da dieses Vorgehen vom Staat unterstützt wird, fühlen sich die Peiniger natürlich im Recht. Und das ist eine Situation, die schleunigst beendet werden muss. Wenn schon die Regierung scheiße ist, dann sollte zumindest die Bevölkerung erkennen, dass so ein Handeln falsch ist. Und dabei helfen tatsächlich Prominente ganz gut. Die meisten von euch sollten ja mitbekommen haben, dass sich die Schauspielerin Ellen Page als lesbisch geoutet hat. And I am here today because I am gay. Homosexuelle Prominente sind noch immer eine Seltenheit. Allerdings tragen sie einen wichtigen Teil dazu bei, dass das akzeptiert wird. Und das ist gut so. Wilderei ist noch immer ein großes Problem. Seltene Tiere werden gejagt und abgeschlachtet, nur um die Nachfrage nach angeblich helfenden und seltenen Stücken des Tieres zu decken. Wilderer verdienen ein Vermögen mit diesen kleinen Stücken des Tieres und missachten deswegen gerne die Gesetze zum Artenschutz. Aber zum Glück gibt es immer noch Leute, die sich gegen die Wilderei stark machen. Und einer davon ist Jackie Chan. Der unterstützt nämlich bereits seit über 12 Jahren die Tierschutzorganisation Wild Aid, die sich aktiv gegen Wilderei einsetzt. In seiner Kindheit wurden ihm viele falsche Informationen übermittelt, die es verschönigt haben, seltene Tiere zu töten. Heute sagt er selber, ist er schlauer geworden und will deswegen seine Bekanntheit nutzen, um sich gegen Wilderei stark zu machen. Er hat Weiß.com zu diesem Thema ein Interview gegeben, was ihr euch unbedingt durchlesen solltet. Und wie steht ihr eigentlich zu dem Thema? Alle wichtigen Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Die USA sind ja komplett verrückt. Und deswegen mag ich sie so sehr. Jedes Jahr wird dort nämlich das Mooning Festival gefeiert. Beim Mooning geht es nämlich darum, seine nackten Hintern zu präsentieren und das aus ganz verschiedenen Gründen. Die Veranstaltung gibt es bereits seit über 27 Jahren und angefangen hat alles mit ein paar Betrunkenen, die eine Wette verloren haben. Mittlerweile ist das Ganze zu einem richtigen Publikumsmagneten geworden. Hunderte treffen aufeinander, nur um gemeinsam ihren Arsch zu präsentieren, während ein Zug vorbeifährt. Ein weiterer Beweis, dass die Amerikaner ganz schön bekloppt sind, aber zumindest für mich macht sie das ein ganzes Stück sympathischer. Freunde, jetzt ist wieder eure Zeit. Viel Spaß mit Good to Know You. Bros, was geht? Mein Name ist Ben von Production TV. Ihr fragt euch, warum Bros? Weil ihr mich jetzt in den nächsten 15 Sekunden kennenlernen werdet. Los geht's. Das war's auch schon wieder für Good to Know von dieser Woche. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Weiter geht's jetzt oben mit der letzten Good to Know. Unten kommt ihr zum letzten WhatsApp und ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf YouTube. Schaut euch nicht so viel Blödsinn an und habt ganz viel Spaß. Bis dahin. Peace and out.